Hallo zusammen, mein Name ist Axel Patzer und ich bin begeisterter Camper und fahre hier gerne mit unserem Camper in der Gegend rum und habe mir jetzt hier diese Emuk Luftkissen gegönnt. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass an jedem Stopp, wo ich die Dinger benutze, auf jedem Campingplatz oder Wohnmobilstellplatz, täglich mindestens eine Frage zu diesen Luftkissen auftaucht. Und deswegen habe ich mich entschieden, hier einen kleinen Videoclip zu drehen, um die Fragen eben für alle gleichermaßen zu beantworten. Das ist im Lieferumfang enthalten zweimal Luftkissen, einmal Tasche und Ventilaufsteckhülsen zum Luftablassen und die kleine Mini-Wasserwaage. Diesen Zubehör habe ich mir noch angeschafft, einen Bosch Universalluftpumpe, einen kleinen Kompressor mit Akku, der hier das Ding nur aufpumpt, und noch die entsprechende App. Natürlich geht auch die Wasserwaage-App, zeigt mir eben genau an, wo, welche Höhe. Und das Schöne ist an der App hier, mit der Uhr kombinierbar. Ich stehe vor dem Fahrzeug und kann genau sehen, wie viel Luft noch rein muss. So, ich werde das Fahrzeug mal ein bisschen in Bewegung versetzen, indem ich hier diesen da mache. Das ist extrem, ich weiß, aber ihr kennt das, wenn ihr im Fahrzeug drinnen rumlauft, dann bewegt sich es natürlich. Jetzt guckt man dann gleich, wie es dann eben mit dem Emuk-Kissen ist, ob es mehr oder weniger ist. So, im Fahrzeug kann ich jetzt entweder mit der Wasserwaage schauen oder mit der App. Und die App zeigt mir jetzt schon an, hinten rechts 10 cm, links 5 cm. Dementsprechend weiß ich jetzt schon, ohne groß zu überlegen und zu gucken, wo muss was hin, weiß ich, die beiden Hinterräder müssen herhalten. Zentimeter rechts hinten und los geht's. Perfekt. 0000, super. So, und jetzt die Nummer noch mal mit dem Schaukeln, diesmal mit Kissen. Ich habe das Gefühl, es schaukelt geringfügig mehr, kaum der Rede wert, aber das muss man einfach wissen, dass das Schaukeln nicht abnimmt, eher zunimmt, meiner Meinung nach. Auch der Abbau geht relativ einfach. Ich entferne die ganzen Sicherheitskappen, schraube hier die mitgelieferte Hülse drauf. Und jetzt drücke ich hier einfach den Knopf. Mein Fazit: Tja, wer Erfahrung mit den Keilen hat, kann bei den Keilen gerne bleiben, das ist eine Preisfrage. Wer sich für so ein Luftkissen entscheidet, besonders für das hier, müsste schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Aber bei mir überwiegt einfach der Spaßfaktor und ich würde es mir jederzeit wieder kaufen. Nur mit der Standpumpe hätte ich auch keinen Bock. Deswegen habe ich mir den Kompressor gekauft, die App dazu. Und das alles zusammen ist für mich eine rundumschlüssige Sache. Ein mega Spielzeug, an dem ich einfach meine Freude habe. Einziger Kritikpunkt ist die Tasche, die ist nach dem zweiten Mal bedienen schon halb zerrissen. Die dürfte ein bisschen stabiler oder aus einem anderen Material sein, aber nun gut, damit kann ich leben. Die Tasche steht jetzt nicht hier so im Vordergrund. Ansonsten mega Spielzeug, ich habe meine Freude damit. Ich hänge euch noch ans Ende des Clips den Original-Aufpumpvorgang, hinten rechts 10 cm. Und den Ablassvorgang, dann könnt ihr mal sehen, wie lange das wirklich in echt so dauert. 10 cm rechts hinten und los geht's.